Hallo und herzlich willkommen, liebe Abonnenten. Ich bin's, euer Robert, ja, und heute habe ich mal wieder die nächste Folge von Robert's Call of Duty. Ich habe gespielt Herrschaft auf Red Reach. Das war eine 39 zu, leck mich am Arsch, immer diese Vorbereitung, ich weiß. 39 zu 16, für den einen oder anderen nicht so die beste Runde, aber mir hat sie gefallen. Und da werde ich euch was zu erzählen. Und zwar, ja, ich mache mir das Gameplay nebenbei noch ein bisschen an, damit man noch ein bisschen gucken kann. Muss ich natürlich den Ton ausmachen. Moment mal. So. Und dann schnacken wir dazu ein bisschen was. Auf jeden Fall, Freunde. Ja. Scheiße, jetzt hat den Faden verloren. Mist. 39:16 war. Und ich wollte eigentlich über so Themen reden, wo ihr mal ein bisschen mit dazu kommt, so gesehen. Weil ich ja schon mal gesagt hatte, ich wollte ja so ein FAQ-Dingens machen. Sprich FAQ, was ist FAQ? Wisst ihr natürlich, ihr stellt Fragen, wir antworten darüber. Das wird denn jetzt auch die Einleitung dazu sein. Also ihr könnt jetzt Fragen stellen, zum Beispiel Robert, was war dein bestes Erlebnis in der Jugend oder was war dein schlimmstes Erlebnis? Sowas halt, ihr könnt ihr alle Fragen stellen, die ihr wollt. Damit wollte ich das Ganze hier einläuten und wie gesagt, stellt Fragen, die ihr wollt, worauf, was euch gerade einfällt. Also wir werden da auf fast jede Frage eine Antwort geben. Natürlich, wenn es zu privat ist, natürlich nicht, aber sonst bin ich da ziemlich offen und denke mir, ja, warum nicht? Und wie gesagt, stellt da einfach die Fragen, wir werden da dann antworten. Und ja, ich hoffe, da kommen auf jeden Fall ordentlich Fragen rein, damit wir auch ordentlich was zum Beantworten haben. Da dann noch eine kleine Bitte oder Frage. Ihr könnt dann einfach da hinschreiben, ob ich euren Namen erwähnen darf beim darauf folgenden Video. Sprich, wer die Frage gestellt hat oder ob das anonym bleiben soll, damit wir da keine Probleme kriegen. Und ja, also ist das so gesehen die Einladung zum FAQ. Hätte habe ich nämlich richtig Bock drauf. Hätte habe, ne? Wisst ihr Bescheid, Freunde? Hätte ich Bock drauf und ja, ich hoffe, da kommen ordentlich Fragen rein. Dann zum nächsten Thema. Ihr seht ja momentan, dass ich nicht ganz so viele Videos mache momentan auf YouTube. Das tut mir auch wirklich leid. Aber ich kümmere mich da jetzt mehr um Streamen bei Twitch. Und das frisst ziemlich viel Zeit und da habe ich nicht mehr so die Zeit, dann noch Videos extra zu machen für euch. Da seid mir auch bitte nicht böse, wenn das mal ein bisschen kürzer kommt, denn werd mich auf jeden Fall wieder demnächst ein bisschen um YouTube kümmern. Läuft ja eigentlich trotzdem, sind ja genug Videos online, also in der Hinsicht braucht ihr jetzt auch nicht wieder jeden Tag was hochzuladen. Aber falls euch das irgendwie stört, lasst mich auch gerne in den Kommentaren wissen, dann werde ich da auch wieder ein bisschen mehr machen. Und auf dem Thema Twitch nochmal zu kommen, also das läuft momentan richtig gut, da muss ich mich auch nochmal bei allen Leuten bedanken, dass wir jetzt schon 600 Follower haben. Also wenn wir die ganzen Abonnenten bei YouTube hätten, die Follower, die wir bei Twitch haben, oh, wäre der Hammer, dann hätten wir knapp 800 Follower bei Abonnenten bei YouTube. Da bitte ich euch alle auch nochmal, die uns jetzt hier bei Twitch abonniert haben, oder ach Quatsch, bei YouTube abonniert haben, auch mal raufzugucken auf Twitch. Den Link, den posten wir unter jedem Video, was wir hochladen, in der Beschreibung immer. Das wäre eine ganz geile Sache, wenn ihr auch mal da vorbeischaut. Weil das ist echt nice, was da abgeht. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass wir da so schnell 600 Follower haben. Das Ding ist, ich frage mich dann auch immer, was feiern die Leute so an mich? Ich meine, ich bin so, wie ich bin, spiele da meine Runden, spiele auch teilweise richtig schlechte Runden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da schäme ich mich manchmal schon echt für, weil ich da manchmal für Runden raushaue, aber die Leute feiern einen trotzdem. Und das finde ich mega nice. Also da sitzt du denn und denkst, geil, was ist denn da los? Warum feiern denn die Leute einen so krass? Und das verblüfft mich auch immer noch, dass wir da so gut ankommen, hätte ich nicht gedacht. Ja. Hätte ich echt nicht gedacht. Und was man da auch denn für Leute teilweise kennenlernt, also richtig coole Leute dabei. Also
Ich habe immer so gedacht, man kommt dann diese derbsten im Hater und keine Ahnung was vorbei, aber das hast du halt manchmal auch, wo dann so ein Leute, so ein Typi vorbeikommt, oh, was bist du denn für ein Noob, kannst ja gar nichts, du hässlicher Mongo, ich fick deine Familie und bla bla bla. Kennt ihr ja alle. Aber da scheiß ich drauf, auf die Hater ist echt geschissen, das ist einfach so. Sollen sie mal machen. Wir hatten jetzt letztens auch ein bisschen Stress mit einem anderen Streamer, den Namen ich nicht hier erwähnen werde. Er denkt halt, er macht einen auf hart, weil er von ein paar bekannteren Streamern gepusht wird und mal einen Raid kriegt, aber auf den Typen scheiße ich echt. Da dachte ich mir, was ist das für ein Typ? Er hat uns angeblich vorgeworfen, wir würden ihm seine Art klauen, wie er halt kommentiert beim Stream, von wegen, wenn wir jetzt einen Follow kriegen, dass ich das genauso sage oder mein Bruder genauso sagt wie er und bla 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 und blub 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 und dann meint er will uns melden bei Twitch, dann sagt er, so mach es doch und oh nee, totaler Kindergarten. Und ach, muss ich auch nicht weiter erwähnen, totaler Vollpfosten. Auf gut Deutsch gesagt, ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Aber wie gesagt, auf den Typen, der werde kein weiteres Wort drauf geben. Denn wollte ich noch, was war denn noch? Ach so, sowieso das Thema nochmal anzuschneiden, dieses Reverse-Gebooste bei AW. Also das ist so hirnlos, ich weiß nicht, was sie sich dabei denken. Diese Leute teilweise, boah, richtig nervig, machen sie einen auf hart, wenn ich manchmal so durchgucke, die Streams, 1024 DNAs und dann siehst du Reverse Boost Accounts und oh, wie sie da alle mit abgehen und dann auf YouTube hochladen. Also ich lade meine Gameplays hier hoch, die sind nicht jetzt Highscore, hier wird weiß ich was, aber ich bin mit den Runden halt zufrieden und mache die halt im Hintergrund ein bisschen, weil warum auch nicht? Weiß nicht, warum ich das nicht machen sollte. Finde ich eigentlich ganz nice, wenn da im Hintergrund ein bisschen was läuft. Sind natürlich jetzt nicht die Highscore-Gameplays wie 160 zu 2 oder sowas. Sowas werde ich niemals schaffen. Ist ja auch nicht das Ding. Hauptsache, ihr habt Fun an den Videos, was wir euch, was an dem Video hier, was ich für euch mache. Weil ich versuche mir da immer wirklich schon Mühe zu geben. Auch wenn ich dieses Nachkommentieren, was ich jetzt gerade mache, ist nicht meine Stärke, Freunde. Bitte habt da ein bisschen Rücksicht und hatet mich nicht. Und wenn ihr das macht, ihr könnt mir ja Kritik geben, sage ich ja gar nicht, aber dieses übertriebene Gehete bitte nicht. Und wenn, kann ich auch nicht verhindern, ist halt so. Aber nun gut. Wie gesagt, die Runde, die ich hier gezockt habe, Herrschaft, bin ich eigentlich auch nicht so der Pro drin in Herrschaft. Viele kennen schon diese ganzen. Na gut, da du zwei Flaggen halten musst und die andere dann dem Gegner überlässt, dass du dann weißt, dass die ungefähr da spawnen, das weiß ich auch. Aber dass ich jetzt hundertprozentig weiß, wie und wo, was ich wie machen muss, also wo stehen muss, dass die Gegner da und da kommen, so gut bin ich da halt noch nicht. Diese ganzen Spawns auswendig kennen und so ein Scheiß auswendig lernen, habe ich auch keinen Bock drauf. Das ist dann auch kein Zocken mehr für mich, das ist schon krankhaft denn. Aber nun gut, das Spiel macht mir trotz all dem noch Spaß. Natürlich hast du dann auch mal so Tage, wo du denkst, boah, fick dich, AW, ja. Aber das ist bei jedem Call of Duty so, das kennt ihr alle. Und an sich ist das kein schlechtes Call of Duty, die haben ja jetzt auch die Prestige erhöht auf nochmal 15, da kriegst du jetzt bei jedem Prestige eine Elite-Waffe. Und ja, an sich keine schlechte Idee, wie gesagt, aber wie ihr das denn halt kennt, dass sie dann auch wieder extra Pakete rausknallen und Exos, was dann halt wieder extra Geld bringt, das wisst ihr ja, Moneten, Moneten, wo sind meine Kneten, nee, Spaß. Aber das ist dann halt extra Geld gemacht, das kennt man ja schon. Das ist ja bei den letzten Call of Duty auch schon gewesen mit den Tarnungen, bla bla bla, blub blub blub. Da bin ich der Meinung, da sollten sie erstmal das Call of Duty richtig zum Laufen bringen. Mit dem Spawns teilweise müssen die, meiner Meinung nach, müssen die Spawns dann noch gepatcht werden. Das ist manchmal so dreckig, wie die Gegner spawnen. Oder halt auch, weiß ich nicht, ob das Lobby-System nicht irgendwann mal doch abgeschafft werden soll, damit man diese ganzen Reverse-Boosts ja nicht mehr hat. Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung, was sich die Entwickler dabei denken. Da könnt ihr mir auch mal eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Also ich finde das unter aller Sau, dass die dann einfach nichts machen. Dat, anstatt das Lobby-System einfach abzuschaffen, verstehe ich nicht. Also den Sinn von den Entwicklern verstehe ich da auch nicht. Warum die da einfach nichts machen? Die lassen das einfach so laufen. Jupp, denen anscheinend nicht. Aber naja, ich stecke halt nicht da drin. Bei denen in den Köpfen will ich auch gar nicht, weil ich das nicht verstehe einfach.
Das versaut das Call of Duty teilweise. Aber gut, so ist das halt. Und ja, was wollte ich jetzt? Am Freitag ist auf jeden Fall ein Follower zocken. Wieder auf Twitch. Also alle Leute, die uns dann gefollowt haben, können dann auf unseren Viewer-Accounts mitzocken. Wer von euch YouTube-Abonnenten da auch Bock drauf hat, kommt einfach auf Twitch. Ich streame jetzt noch jeden Tag, das werde ich bald ändern. Aber ich streame jetzt noch täglich außer Sonntag. Schreibt dann einfach rein, lasst ein Follow da und ihr seid sofort mit am Start. Hau euch die Accounts im Chat und dann könnt ihr die adden und dann seid ihr dabei, Freunde. Oh, Entschuldigung, Freunde, da hat sich was angeschlichen. Aber auf jeden Fall muss ich nochmal... Twitch, also ich hätte nicht gedacht, dass das da so Bock macht. Das macht richtig Spaß, mit den Leuten da zu quatschen aus dem Chat. Natürlich bist du dann, boah, was ist denn jetzt los, ja? Teilweise auch überfordert, aber an sich ist das richtig nice. Also das macht so einen Riesenspaß, das ist so der Hammer. Also hätte ich nicht gedacht, das läuft auch richtig gut. Macht sogar, ich bin mega stolz und mega happy auf meine ganzen Leute. Ist ja schon eine kleine Community, die ich da habe. Richtig nice, Daumen nochmal für euch, Freunde. Und dann würde ich sagen, ist das Gameplay auch gleich rum, oder? Ja, das Gameplay ist so langsam rum. Ihr könnt euch den Rest noch reinsplashen, würde ich sagen. Und dann, ja, hoffe, das Video gefällt euch, Freunde. Lasst die Daumen da, Kommentare, sprengt das Ding. Und dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein. Tschüss.